Ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, aber ich glaube, das ist die schwerste Entscheidung, die ich bisher hatte in meiner YouTube-Geschichte. Moin Lieben und schön, dass ihr am Start seid aus dem wunderschönen Wien. Hinter mir ein wunderschönes Schiff. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir werden heute wieder einen wunderbaren Zweikampf auf die Beine stellen, in dem Ferhat, bekannt als der beste Döner der Welt, und ich habe ihn selber getestet, ich kann das Ganze nur unterschreiben, antritt gegen die deutsche Nummer 1. Ich sehe einen Hauch von Chance, dass unsere deutsche Nummer 1 zumindest in Hinsicht Döner-Teller Ferhat das Wasser rein kann, beziehungsweise sogar steht. Deshalb geht's jetzt erstmal zu Ferhat und zu Pamphilia in Berlin. Denkt an den Gutschein, random, irgendein Kommentar, damit der Algorithmus gepusht wird. Bei diesen Touren brauche ich euch, weil ich wieder massiv in Vorleistung gegangen bin, keine Kosten gescheut habe. Und da brauche ich den Daumen oben von euch. Und den Kommentar diesmal einmal ganz komplett reinknallen. Für alle Liebe an mich in diesem Video, das fordere ich von euch. Und ich werde extra für euch, um euch noch ein bisschen Sightseeing zu liefern, 1 Stunde 10 Minuten jetzt zu Fuß gehen. Und dann gibt's lecker, schmecker Döner-Teller. Mein Handy wäre eben beinahe runtergefallen. Die Dame hat das gesehen, ne? Sagen Sie, einmal noch für uns, wo gibt's den besten Döner in ganz Wien? Bei Ferhat, ne? Gerade im Mund voll, ne? Bei Ferhat gibt's den, bei Ferhat. Ich glaube, Ferhat, dem kann heute ein bisschen der Angstschweiß ins Gesicht getrieben werden. Denn Pamphilia in Berlin, gerade was Döner-Teller angeht, sage ich euch, ist heftig. Seid gespannt, was heute bei diesem einzigartigen, bei diesem epischen Zweikampf, was da rauskommen wird. Bei diesem Weltmeisterschaftsfinale. Ich war letztens in Berlin schon bei dem Pamphilia. Da habe ich freizeittechnisch einen Döner-Teller gegessen. Der war so maximal krank, habe ich mir eben gedacht, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass Ferhat, was Sachen Döner-Teller angeht, damit halten kann. Ich möchte das Ganze für mich beantwortet haben und ich möchte euch bei diesem Prozess mitnehmen. Das ist der Inhalt dieses Videos. Wer hat sich denn diese dämliche Form überlegt? Wisst ihr, ich bin voll kaputt, Alter. Ich muss mich mal ganz kurz eben einmal hinsetzen. Oh. Da hat sich schon jemand was bei gedacht. Funktionsboxershorts. Hört zu. Kleine Werbeunterbrechung für meinen Partner Manscaped, der heute das Video korrekterweise sponsort. Für alle, die immer Probleme haben mit Boxershorts, nicht genügend Luft oder vielleicht auch einfach zwickt und hier und da hinten das Schild, das nervt und kratzt. Ich zeige euch mal eben die Boxershorts. Rein optisch, 1 plus mit Sternchen, und dann sage ich euch, was die Funktionen auf sich haben. 6 verschiedene Farben gibt es. Was mir immer wichtig ist, 30 Tage Rückgaberecht. Das macht Manscaped, weil die von ihrem Produkt überzeugt sind, könnt ihr selbstgebraucht zurückgeben. So, zu den Funktionen. Das hat einen sogenannten Mikromodalstoff. Das sorgt dafür, dass er schön butterweich an euren Kronjuwelen ist und luftig. Der Sinn und Zweck davon ist unter anderem auch, dass es sich halt anfühlt, als hättet ihr nichts an. Die ist reibungsmindernd. Dann hat sie Flachnähte, weil wenn ihr Nähte habt, klar, das kratzt irgendwo an der Haut, das habt ihr nicht. Ganz flache Nähte. Auch der Bund, da ist kein Etikett drin, das schmiegt sich in der Haut an, nichts einschneiden, das rollt sich auch nicht auf. So, das Ganze könnt ihr ausprobieren, wie gesagt, 30 Tage Rückgabegarantie mit dem Code HOLLE, kostenloser Versand und 20% Rabatt. Diese Dinger sind wirklich sehr, sehr bequem. Tragt jetzt gerade, ich will euch, wie gesagt, den Blick jetzt nochmal ersparen, sehr, sehr bequem, und selbst wenn ihr das nicht so seht wie ich, könnte sie zurückschicken. So, und jetzt geht's weiter im Video. So Leute, wir sind am Start bei Ferhat da vorne. Ich bin im Arsch, ich schwör's euch. Ich habe die letzten Tage nicht geschlafen fast. Der Weg hat mich gekillt, den hätte ich sonst auf der leichten Schulter hätte ich den genommen. Ich muss eins noch dazu sagen, ihr wisst, Ferhat ist bei mir die Nummer 1, was Döner angeht. Und ich werde in diesem Video nicht zu sehr auf den Döner eingehen. Ich habe ein Video schon über den Döner, das blende ich am Ende des Videos ein. Könnt ihr euch gerne reinziehen, würde mich freuen. Und heute geht's wirklich auf den Döner-Teller. Heute geht's nur um Döner-Teller. Lasst euch berieseln. Wir treffen gleich wahrscheinlich Ferhat und seinen Sohn Murat bestimmt auch. Und die werden uns auch natürlich noch ein bisschen was erzählen. Ferhat, geht's dir? Wie geht's dir? Alles gut? Ganz gut, ganz gut. 1 Stunde 10 bin ich zu Fuß gegangen, um zu dir zu kommen. Sehr nett. Ja, ja. Aber du schaust auch wirklich müde aus. Ich sehe echt müde aus, ne? Kaputt, ja. Ferhat, ich habe dir noch gar nicht erzählt, worum das heute geht, ne? Ich mache einen Döner-Teller-Vergleich. Diesmal gibt es keinen Döner, sondern Döner-Teller. Okay. Der einzige, der dir vielleicht beim Döner-Teller so ein bisschen am Stamm rütteln könnte, ne? Der wirklich packt und bam, das könnte der Pamphilia aus Berlin sein. Und da will ich heute den Vergleich machen. Den gegen dich quasi. Und du musst mir deinen besten Döner-Teller heute geben. Okay. Bist du heiß wie Frittenfett? Bist du bereit? Ja, natürlich. Ja, 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 sicher. Siehst du das Feuer? Das Feuer ist ja so heiß, dass das Eisen schmilzt. Mhm. Siehst du das Eisen? Ach, das. Ja, das schmilzt immer. Das schmilzt immer getauscht. Wie oft wird das getauscht? Also einmal im Monat.
Oho, oha. Ja, ja. Da fällt mir gerade ein Punkt ein, den ich gern diskutieren würde, auch mal mit meinen Zuschauern. Ja? Ich bin der Meinung, dein Döner ist viel zu günstig. So, mich würde interessieren, was ihr sagt. Gebt doch gerne mal euer Fett weg, weil dein Döner ist komplett bio. Dein Brot, wie lange lässt du das gehen? Es ruht 2 Tage im Kühler aus. Dann wird das nochmal zusammengemischt. Und dann nochmal zusammengemischt. Und dann ruht es wie lange nochmal? Dann ruht das mehrere Stunden nochmal. Ja. Okay. Ja. Das Holz, wie lange ist das gelagert? Das muss wirklich 4 Jahre lang drauf. 4 Jahre. Ja, sonst raucht das und so weiter. Ja. Und wie viel kostet dein Döner? 5,60. Guck mal, Leute, wie krank das ist. Ein Billigdöner bei uns mit Hackfleisch kostet 6,50. Ich gehe nochmal rein, Pferd, guck mal noch ein bisschen, dann schneide ich nochmal Dönerfleisch gleich selber. Ich will das mal einmal ausprobieren. Moin, grüß dich. Gut, und ihr? Auch gut, danke. Ja, freut mich. Seid ihr Stammkunde hier? Ja, Standard. Wir sind erst mal hier. Erst mal seid ihr hier. Aber nicht aus Deutschland, ne? So gesehen, ich bin von Frankfurt. So ist das hier. Ich schau mir alle deine Videos an. Das freut mich, das freut mich. Also, wenn ich dich jetzt enttäusche, bin ich echt ein Arsch, Mann. Ich vertraue dir. Okay, geil, Mann. Dann lass dich schmecken, Mann. Danke. Ja. Frisch das Brot. Ich denke mal, das werde ich auch auf dem Dönerteller gleich haben. Jeder Bäcker kann einpacken gegen Pferd. Sehr heiß hier, ne? Sehr heiß hier. Sehr heiß. Oi, oi, oi. Für euch einmal das Brot. Es sieht ja aus wie ein Brötchen, es schmeckt auch wie ein Brötchen, aber das, was das mit den anderen Zutaten macht, diese Kombination, das müsst ihr gegessen haben. Das kann man nicht beschreiben. Das brennt hier schon so im Gesicht, das ist so heiß. Knapp 1000 Grad. 1000 Grad, ne? Oh, Pferd, wie kannst du hier stehen, Mann? Das macht dich kaputt. Bist du so rot vom Feuer oder ist das die Sonne? Ja. Jetzt darf ich mal schneiden, Pferd. Ne? Ja, bitte. Der Meister der Klassen, Leute. Ich möchte nicht zu viel versprechen, aber es wird geschehen, was geschehen muss. Oh, meine Hand brennt ab, Pferd. Oh, das ist so heiß. Oh, wie macht ihr das? Oh, meine Hand brennt ab. Ich hab viel zu dick geschnitten. Mach mal ein Sport rein. Soll ich reintun? Ja. Leute, ich sag euch ehrlich, ich hab natürlich nur Show gemacht, aber ich hab voll verkackt. Guck mal die Kerbe hier, Mario, die ich da reingestellt habe. Ich hab den ganzen Spieß verdorben. Man muss ja selbstbewusst, weil wenn du gleich sagst, du verkackst, dann verkackst du auch. Das musst du nicht glauben. Guck mal, der kommt langsam, der kommt. Guck mal, beim ersten Mal ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber guck, wie Holle das jetzt macht. Ja, Mann, jetzt, hier, guckt euch den an, Leute, jetzt schon. Ich hab gesagt, Meister der Klasse. Der war gut. Gut, gut. Der war gut, ne? Leute, ich zeige euch nur einmal von meiner Sicht, ne? Wenn diese Klappe nicht zur Seite ist, dann seid ihr am Arsch. Das hier muss zur Seite, das ist so heiß, ich konnte nicht schneiden, meine Hand ist verbrannt. Street Food Guide 2000 mit ausgezeichnet von Falstaff. Das ist die höchste Auszeichnung. Das hast du gekauft? Abgemietet, ja? Ich hoffe nächstes Jahr um die Zeit. Oh, sucht ihr auch in Deutschland was denn? Gemeinsam, oder? Ja, wir gemeinsam, das wäre das Heftigste. Ja, ja. Du müsstest in Deutschland auch einen Laden aufmachen, Pferd, das wär's. Wir machen das zusammen. Echt? Ja, wenn ihr diesen Döner wollt, Ferhat und Holle Combination in Deutschland, dann schreibt es rein in die Kommentare. Ich geb dir meine Hand drauf, wenn du dabei bist, bin ich auch dabei. Ja, also ich würde schon gerne machen. Ja, das wäre cool. Alles klar. Das machen wir. Ich hab dir gehört, Pferd und ich machen Dinge auf, ja. Das kann nur knallen. Und jetzt, Pferd, wie essen wir eigentlich den Dönerteller? Wir machen mit dem flachen Brot, dem dünnen Brot machen wir den, ne? Wie machst du den normalerweise, wenn ich jetzt bestelle und sage, ich will einen Dönerteller? Wie würdest du den machen? Fleisch essen und wenn du willst, ein bisschen Zwiebel und ein bisschen Tomate und Salat. Ja, würde ich so nehmen. Ja. Und das Brot halt noch dazu. Ja, ne? Dann kannst du es selber halt dann machen, ja. Oh, genial. Dann machen wir einen fertig, Pferd. Freue ich mich. Gute Frage. Zur Not machen wir auf der Bank. Oh. Hier ist das schöne Fleisch mit dem schönen Brot. Einfach basic. Ich habe auch gesagt, Pferd ohne Reis. Ja, es ist ohne Reis. Ja. Einfach so das Fleisch genießen mit dem Brot, Salat. Ja. Perfekt. Ohne Besteck? Okay, ich versuche. Pferd sagt ohne Besteck. Im Zweifelsfall hier das Fleisch auch nochmal mit der Hand. So. Ihr seht die schönen Fleischlappen hier. Das ist natürlich erstmal eine ganz andere Dynamik im Essen, wenn du nur das Fleisch hast. So kann man sich schön alles zusammenlegen. Nochmal Fleisch drauf.
mich, Leute, ist es so ein bisschen unreal gerade. Da werde ich hier erstmal, habe ich ja Döner gegessen. Und da hast du ein bisschen Fleisch, probierst du vom Döner, kommt dir so verboten vor. Wisst ihr so, nein, Mann, ich darf das Fleisch nicht runteressen. Jetzt hast du einen ganzen Teller einfach mit Fleisch. Und das, was man sich wünscht beim Döner, dieses Krosse, wo die lieblosen Dönermänner teilweise einfach runterschneiden. Scheiß drauf, wie es aussieht. Hälfte kross, Hälfte nicht. Das hast du hier überall. Was ich bei Pferd so krass finde, was auch so einzigartig ist, ihr habt halt nicht das übliche Kalbfleisch. Was ist es nochmal genau für ein Fleisch? Kannst du das noch einmal sagen? Fleisch. Das führt zu diesem richtig durchgehenden, tiefen Geschmack da drin. Das ist richtig kernig, richtig Tiefgang drin. Und was ihr halt bei dem Fleisch noch habt und was einfach alle Rahmen sprengt, obwohl es nur ein Lappen ist, ne? Das ist ja ein Lappen nur, aber als wäre in dem Fleisch einzelne Schicht nochmal. Fett, Flüssigkeit, Fleisch. Wenn du es zerbeißt, zerfällt es und es ist saftig. Einfach auch nochmal geil. Die Soße hier nochmal. Die probiere ich erstmal auf dem Brot zusammen. So müsst ihr machen, wenn ihr Petersilie liebt. Sonst lasst ihr einfach Petersilie weg. Tomate, bisschen Zwiebel. Petersilie nochmal. Esme. Und das Fleisch da rein. Ich würde nur bei dem Döner-Teller echt sagen, das kann ich wirklich nur von Tellern bocken, die durch und durch heftig sind. Ich würde komplett die Soße weglassen. Jedes Mal, wo ich jetzt Soße drauf gemacht habe, habe ich mir gedacht, die Soße ist zwar echt krass, aber du schmeckst das Fleisch nicht mehr und das ist haram. Hier habe ich letztes Mal in einem Video ausgedrückt, du hast eine Cousine, die echt hammermäßig aussieht. Aber wenn du was mit ihr hast, fühlt sich trotzdem falsch an, weißt du? Wir gehen jetzt einmal rüber zu Pamphylia, gucken da wirklich nochmal meine Theorie, die ich am Anfang gesagt habe, dass Pamphylia wirklich vielleicht sogar diesen Baum fällen kann. Dann kommen wir zurück zu dieser Bewertung und gucken, an was ich Pamphylia gebe. Ich habe eben schon bei Instagram, ich muss gleich das Video weiter, eine wichtige Story hochgehauen. Wichtig, wenn ihr furzt auf dem Weg, ne? Na klar, Fenster auf, aber denkt dran, wirklich. Den Ventilator, ich zeige euch mal ganz kurz. Ihr müsst den Arsch richtig anheben und dann buch, richtig Gas geben. Ihr versaut euch sonst die Sitze. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Schreibt es in die Kommentare. Wir gehen weiter zu Pamphylia jetzt. So, jetzt sind wir bei Pamphylia am Start. Ich hole den Döner-Teller raus mit schönem Brot, alles selbst gemacht, gerollt in der Maschine. Gucken wir, ob er am großen Baum von Ferhat rütteln kann oder nicht. Das erfahren wir jetzt. Wir gehen direkt rein. So, Leute, ich habe eben schon mit dem Chef geschnackt. Der ist auch da. Es gibt einen Nomadenteller. Normalen Döner-Teller ist mit Reis, Salat, Bleibelob. Ich esse ihn so, wie ich ihn letztens gegessen habe. Mit einfach Fleisch, Brot und dazu ein bisschen Salat. Und so wird es den jetzt geben. Wir gehen rein. Was hast du eben gesagt? Also wegen dir bin ich auf diesen Döner gekommen. Eine 10 von 10, 100% Kalbfleisch. Geil, Mann. Freut mich die. Dann lasst euch schmecken, ne? Fikri, ganz kurz, du musst noch mal mit rein, ne? Fikri, danke dir, dass ich hier mal so köstlich essen kann, ne? Schönen Dank. Ja. Danke, gern geschehen. Ganz willkommen. Kurz, ja, ganz kurz nur, was macht dein Döner hier besonders? Pures Fleisch, Teller, Salat extra und Teig noch extra. Und wenn man mit seinem eigenen Fleisch vertraut ist, dann präsentiert man pur. Und dann soll auch der Kunde das genießen und sein Urteil geben. Ja, man muss sagen, auch von mir nochmal, Döner durchs Brot und so weiter alles, das kann natürlich den Geschmack vom Fleisch verfälschen. So, wenn hier nur das Fleisch ist, was Besseres, meine Meinung, könnt ihr eigentlich nicht kriegen. So, Leute, für euch nochmal. Es gibt hier jetzt einen Teller mit Butter, weil ich ihn letztens so gegessen habe. Das war der Moment, wo ich sagte, oh, ich muss ihn gegen Ferhat antreten lassen. Da war Butter mit drauf an dem Fleisch. Und einmal normal, so wie es so serviert wird. Jetzt haben wir zwei verschiedene. Jetzt kannst du auch probieren. Und dieses Gericht ist zurzeit in Berlin bei uns das am meisten verkaufte Produkt, in dem man pur eigenes Fleisch präsentieren kann. Das ist mit Butter. Wenn ihr euch wundert, warum ich nicht zu Tonbull gegangen bin, weil das hier meiner Meinung nach rein, was Fleischqualität angeht, die Nummer 1 ist in Deutschland. Das ist nicht normal, Leute. Ich muss das Gesamt noch werten. Ich sag euch für jeden, der hier hingeht, mit Butter bestellt, mit Butter. Wenn ihr da reinbeißt, diese liebliche Note von der Butter noch dazu, das ergänzt sich so perfekt, das ist nicht normal.
Döner-Teller besteht daraus, ne? Man isst mal so einen Happen, man isst so einen Happen, isst Gemüse dazu, isst mal Brot und Fleisch, isst mal nur das Fleisch. Deshalb muss alles zusammenstimmen. Aber bei dem Brot, Real Talk, eben der Bisse, weil das Brot bei Fair hat, finde ich leicht schwächer, nur das Dürrenbrot, ne? Nicht das Dönerbrot, das so ein Schlag war. Aber eben Brot und Fleisch war leicht vorne, bei Pampilla. Du hast unendlich Möglichkeiten hier, das finde ich heftig. Guck mal, wie ich jetzt mache. Schärfe von der Peperoni, Leute. Und dadurch, dass das Brot auf Boden tunkt bei dem Döner-Teller mit der Butter, kommt die Butter natürlich noch mal mehr rein. Absolut noch mal ein Pluspunkt mit der Butter. Von der Charakteristik, das Fleisch, meilenweiter Unterschied, zwei Welten. Ihr habt zum einen bei Fair dieses kernige, durchdringende Fleisch, das ist ja kein Kalbfleisch mehr. Und hier bei Pamphir dieses weiche, knusprig, krosse Kalbfleisch. Einfach beides andere Liga. Jede Kreation, neues Erlebnis. Ich schwöre es euch. Ich sag's euch, ich bin verwirrt. Ich glaube, letztes Mal, wo ich privat hier war, war es noch ein ganz klein bisschen stärker. Ich weiß es aber nicht. Unabhängig davon, dass es heute brutal ist. Ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, aber ich glaube, das ist die schwerste Entscheidung, die ich bisher hatte in meiner YouTube-Geschichte. Jetzt noch Butter bei die Fische rüber zu Pferd, falls wir das Ergebnis noch nicht haben. So Leute, ihr seht, wie platt ich bin. Die letzten Tage haben mich gezeichnet, der Tag hat mich gezeichnet. Ich möchte jetzt nur das sagen, was mir präsent als allererstes im Gedächtnis bleibt. Und das ist der Biss ins Fleisch. Dieser Saft, der dabei zusammen mit diesem Geschmack von dem Fleisch, das ist einfach prägend. Das ist einzigartig. Deshalb gibt es für mich genau wie für einen Döner 9,7 Punkte auch für einen Döner-Teller. Das ist meine Note. Jetzt geht's rüber zu Pamphilia und dann seht ihr, wer dieses Battle gewonnen hat. Wir hier wieder am Start bei Pamphilia. Zum Ergebnis von Pamphilia. Ich muss auf mein Herz hören, was diese Bewertung angeht. Einfach auf mein Herz hören. Und mein Herz sagt, das ist eine 9,5. Nach reichlicher Überlegung. Und Pferd ist somit der Sieger mit 9,7 auch in der Döner-Teller-Kategorie. Gratulation an beide. Weltklasse-Dinger. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Mission soll ewig weitergehen. Dafür brauche ich euch mit einem Daumen oben und einem Kommentar und ein Abo. Endlich das Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal.